Ich habe da so etwas gehört, dass das gemacht werden soll. Und da bin ich dann zu denen hingegangen und habe ihnen gesagt: Nu, Menschenskinder, wenn ihr nur die alle umbringt, dann nehmt doch wenigstens mal die Gehirne heraus, sodass das Material verwertet wird. Die fragten dann: Nu, wie viele können sie untersuchen? Da sagte ich ihnen: Eine unbegrenzte Menge. Je mehr, desto lieber. Dieses schreckliche Zitat entstammt dem berühmten Alexander-Bericht. Dieser wurde erstellt von Professor Leo Alexander, der im Auftrag der US-Regierung nach Ende des Zweiten Weltkrieges nach Deutschland geschickt wurde, um Informationen und Beweise für die anschließenden Nürnberger Prozesse, im Speziellen für die Erzprozesse, zu sammeln. Dabei kam es 1945 in der Forschungsabteilung Dillenburg von dem Professor Julius Hallervorden zu diesem Gespräch, aus dem dieses schreckliche Zitat, das eben erwähnt worden ist, entnommen wurde. Leo Alexander kam zu dem Schluss, dass Julius Hallervorden maßgeblich auch die Zusammenarbeit mit dem Euthanasieapparat, also mit der T4-Aktion, initiiert hätte. Dieses Wort initiiert ist genau ein Wort, das dann entsprechend viele Kontroversen unter Wissenschaftlern ausgelöst hatte und dazu geführt hat, dass Versuche unternommen worden sind, das Maß der Zusammenarbeit mit dem Euthanasieapparat zu ermitteln. Das heißt, inwieweit Wissenschaftler am Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung, also der Vorläuferinstitution vom Max-Planck-Institut für Hirnforschung, tatsächlich an der T4-Aktion beteiligt waren. Und da beziehen wir uns eben auf verschiedene Quellen. Also die wichtigste Quelle ist sicherlich das Werk von Alexander Mitscherlich, Medizin ohne Menschlichkeit, der als Prozessbeobachter bei den Nürnberger Prozessen anwesend gewesen ist. Außerdem eben auch wichtige Werke von Historikern wie Jürgen Peiffer und Ernst Klee, die auch in neuerer Zeit wichtige Standardwerke zum Thema Medizin und Nationalsozialismus veröffentlicht haben. Außerdem gibt es ein Werk von Walter Schmuhl, namens Hirnforschung und Krankenmord, der eben ganz speziell die Vergangenheit der Max-Planck-Institution aufgearbeitet hat. Wichtige Erkenntnisse sind in jüngster Zeit eben auch möglich gewesen, dadurch, dass Akten der Stasi ausgewertet worden sind und eben auch wichtige Kalendereinträge des Tötungsarztes Eberl, der in Brandenburg-Görden unter anderem tätig war, gefunden worden sind und dadurch eben auch wichtige Hinweise oder Beweise sogar gefunden werden konnten für die Verstrickung von Wissenschaftlern des Kaiser-Wilhelm-Institutes für Hirnforschung in die Euthanasie-Aktion. Wichtig vorwegzunehmen ist auch, dass schrecklicherweise eben diese entsprechenden Wissenschaftler, die hier beteiligt waren an diesen grausamen Verbrechen, dann auch nach dem Krieg weiter Karriere gemacht haben, zum Beispiel auch in leitenden Positionen am Max-Planck-Institut. Darum soll es jetzt primär tatsächlich nicht gehen in dem Vortrag, sondern die zentralen Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, ist: Inwieweit waren das Institut und seine Forscher in die Euthanasie in der NS-Zeit involviert? Initiierten sie die Tötung von Patienten sogar? Was lässt sich nachweisen oder belegen? Wie und warum kam es zur Beteiligung an den Euthanasie-Maßnahmen? Das sind zentrale Fragen, fast schon eine detektivische Arbeit, weil wichtige Beweise akribisch vernichtet worden sind nach dem Krieg und wir uns auf spezielle Hinweise und indirekte Beweise stützen müssen, um diese Fragen beantworten zu können. Eine zentrale Frage ist eben: Gab es Tötung auf Bestellung? Das heißt, wurden vor allem die Tötung von Kindern in Auftrag gegeben, die Diagnosen, also spezielle Forschungsinteressen von Julius Hallervorden und anderen Wissenschaftlern des Kaiser-Wilhelm-Institutes widerspiegelten, beziehungsweise an Krankheiten litten, die die Forschungsinteressen widerspiegeln. Die Gründung des Kaiser-Wilhelm-Institutes für Hirnforschung lässt sich datieren auf 1919. Der erste Institutsleiter war Oskar Vogt, ein bekannter Hirnforscher in dieser Zeit und auch um die Jahrhundertwende herum. Und der Schwerpunkt war von Anfang an auf Grundlagenforschung. Es wurde auch aber eine Forschungsklinik unter Gertrud Söken aufgebaut, die 40 Patienten hatte und auf Bewegungsstörungen fokussiert war. Aber der große Schwerpunkt lag auf Grundlagenforschung, auf neuropathologischer Forschung. Zum Beispiel hat Oskar Vogt zusammen mit seiner Frau
die Abteilung für Neuroanatomie und Architektonik übernommen. Zusätzlich gab es insgesamt 10 Abteilungen, die einen klaren Grundlagenforschungsschwerpunkt aufwiesen. Finanzierung erfolgte vorwiegend eben durch die Familie Krupp, eine bekannte Industriellenfamilie. So war eben auch Gustav Krupp von Bohlen und Halbach Teil des Vorstands des Kaiser-Wilhelm-Instituts, also des KWI. Spätere Vorstandsmitglieder waren eben der Präsident Harnack, ab 1930 Planck und Vertreter der Politik, insbesondere der lokalen Politik aus Berlin, die dann auch Teil dieses Kaiser-Wilhelm-Instituts waren. Von Anfang an gab es eben auch schon eine Kooperation mit der Anstaltspsychiatrie. Also es gab die Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie in München, die eng mit dem Kaiser-Wilhelm-Institut zusammenarbeitete. Und auch schon früher, also auch schon zu Beginn der Geschichte des Kaiser-Wilhelm-Institutes, gab es eben Fragestellungen der Eugenik, die verfolgt worden sind. Interessanterweise lässt sich das vor allem in finanziell prekären Zeiten beobachten. Gerade in diesen Zeiten wurde das Thema an die Öffentlichkeit getragen. Also man versuchte auf diese Art und Weise wahrscheinlich Forschungsgelder zu akquirieren, weil eben dieses Thema sehr großen Anklang gefunden hatte unter Vertretern der konservativen Politiker, sowie eben auch natürlich unter Industriellen. Und dieses Muster lässt sich auf jeden Fall auch vor Beginn der NS-Zeit nachzeichnen. Das heißt, wichtige Strukturen waren, die eben letztendlich auch zum Abdriften in die Euthanasieaktion geführt haben, die waren schon angelegt in der Zeit unter dem Institutsleiter Oskar Vogt. Das ist das, was der Punkt, der hier eben vermittelt werden soll. Wenn man weitergeht, kam es eben zu großen Umbrüchen mit Beginn der NS-Zeit. Zum Beispiel wurde einer der jüdischen Abteilungsleiter, der Leiter der histopathologischen Abteilung, dem wurde gekündigt 1933. Es gab auch zunehmende Angriffe der SA auf das Institut unter verschiedenen Vorwänden, zum Beispiel, dass sich ein ungarischer Revolutionär dort aufhalten soll. Außerdem wurden Oskar Vogt Verbindungen eben zu Kommunisten und russischen Ärzten zur Last gelegt, vor allem auch, dass er das Gehirn von Lenin untersucht hatte, wurde ihm auch zur Last gelegt. Also wichtige Punkte, die bisher eben noch ziemlich im Unklaren sind, die dann aber letzten Endes dahingehend kumulierten, dass Oskar Vogt pensioniert worden ist und Hugo Spatz der neue Institutsleiter wurde. Er baute eben das Kaiser-Wilhelm-Institut konsequent um. Die Strukturen wurden klar verändert. Sie wurden in Richtung klinische Fragestellungen ausgerichtet. Die Vernetzung mit der Anstaltspsychiatrie, also nicht nur mit München, wurden weiter ausgebaut. Die schon vorher stattgefundene Ausbildung von Anstaltsärzten wurde ausgebaut. Das heißt, man hatte mit den städtischen Kliniken vermehrt zusammengearbeitet, die auch dann im Gegenzug Präparate, also speziellen Gehirne, dann an das Kaiser-Wilhelm-Institut geschickt haben, dafür, dass eben auch Anstaltsärzte mit ausgebildet worden sind am Kaiser-Wilhelm-Institut. 1938 übernahm der Arzt Julius Hallervorden die Leitung des Histopathologischen Instituts und die stellvertretende Leitung und wurde kurz darauf eben auch von Hitler zum Professor ernannt. Es wurde ein zunehmender Schwerpunkt auf pathologische Fragestellungen und vor allem auf die Eugenik gelegt und auch ein verstärkter Einfluss der Politik lässt sich feststellen, vor allem durch einen Umbau, was sich vor allem in einem Umbau des Vorstands zeigte. Vor allem wurden wichtige Posten auch mit Politikern aus dem Ministerium für Wissenschaft besetzt. Es gab eine zunehmende militärische Einflussnahme, in dem auch Stabsärzte im Kaiser-Wilhelm-Institut beschäftigt worden sind. Und wichtige spätere Personen wurden auch involviert in das Kaiser-Wilhelm-Institut, also auch in den Vorstand berufen, die dann tatsächlich eben auch später Teil der T4-Aktion geworden sind. Zu nennen sind dort vor allem Hans Heinze, der als Gutachter der Euthanasie in Erscheinung trat und auch als Leiter der Kinderfachabteilung in Brandenburg-Görn. Er war einer der maßgeblichen Ärzte, die in der T4-Aktion tätig waren. Das heißt, er selektierte eben auch Kinder, die dann getötet worden sind, entsprechend seinen Forschungsinteressen.
Dann gab es noch Professor Max de Krienes, er war Ordinarius der Kinderklinik der Charité. Und auch er war eine der zentralen Personen bei der Planung der Euthanasieaktion. Er wurde auch in den Vorstand berufen. Und dann haben wir noch weitere Gutachter der T4-Aktion, die ebenfalls Positionen am Kaiser-Wilhelm-Institut bekommen haben. Es wurde ein Wechsel auf eine vollkommen militärisch ausgerichtete Forschung durchgeführt im Laufe der Jahre, sodass die Grundlagenforschung völlig verlassen worden ist. Das heißt, es wurde zum Beispiel eine Sonderstelle zur Erforschung von Kriegsschäden des Zentralnervensystems gegründet, die dann unter Julius Hallervorden lief. Dann ein Institut für die Erforschung von Gehirn- und Rückenmarksverletzungen von Piloten, die unter Spatz lief. Außerdem eine Forschungsstelle für Hirn-, Rückenmark- und Nervenverletzte unter Tönnies. Außerdem wurde die Forschungsklinik in ein Lazarett umgebaut. Dadurch, dass eben natürlich dadurch auch Fördergelder für die Grundlagenforschung völlig weggefallen sind, kam es zu einer vollständigen Abhängigkeit von militärischen Geldern. Ja, dadurch war natürlich eben die Einflussnahme des Militärs bei 100%. Das heißt, es gab das Militär bestimmte letzten Endes und die Politik bestimmte die Ausrichtung des Kaiser-Wilhelm-Institutes, das letzten Endes Teil auch des Propaganda-Apparates wurde, dadurch, dass sich zum Beispiel mit Fragestellungen der Eugenik beschäftigt wurde. Hallervorden wurde 1882 geboren und lebte bis 1965. Ab 1921 war am Hirnpathologischen Institut der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie in München beschäftigt. Dort lernte er auch Hugo Spatz kennen. Das heißt, diese Verbindungen, die wir später eben sehen, die haben sich eben schon vorher ausgebildet. Und ab 1929 wurde er Leiter der Zentralprosektur in Brandenburg, der Provinz Brandenburg, und dort eben Oberarzt unter Professor Heinze. Und auch hier sieht man eben die Verbindungen, die eben letztendlich später sich in den Strukturen des Kaiser-Wilhelm-Instituts widerspiegeln. Die waren schon über ein Jahrzehnt vorher angelegt. Und ab 1938 wurde die Zentralprosektur auch ans KWI übergeleitet, sodass dann auch wieder Vermengung zwischen politischen und wissenschaftlichen Strukturen auf dieser Ebene stattgefunden hat. Ein wichtiges Treffen fand am 29. April 1940 in der Kanzlei von Hitler statt, in der eben bedeutende Wissenschaftler und Vertreter der Politik in die T4-Aktion eingeweiht worden sind. Das heißt, spätestens zu diesem Zeitpunkt wussten die Wissenschaftler ganz detailliert Bescheid über die T4-Aktion. Hallervorden war auch dort Teil dieses Gespräches und soll eben entsprechend sogar die Zusammenarbeit mit dem Euthanasieapparat initiiert haben. Ja, wie eben auch das Eingangszitat suggeriert hat. Wichtig ist eben, dass dadurch sich zumindest zum Nutznießer der Euthanasieaktion gemacht wurde, indem eben Gehirne von getöteten Patienten dann an das Kaiser-Wilhelm-Institut weitergegeben worden sind. Letzten Endes wurden vor allem Gehirne mit speziellen wissenschaftlichen Fragestellungen, mit speziellen Diagnosen an das Kaiser-Wilhelm-Institut geschickt. Man versuchte früher eben über einen Diagnosevergleich zu beweisen, dass auch Einfluss auf die Selektion von Kindern oder eben auch Erwachsenen im Rahmen der T4-Aktion ausgeübt worden ist und dass spezielle Menschen getötet worden sind, die für die Wissenschaftler interessante Diagnosen aufgewiesen haben. Dieser Diagnosevergleich hat einige Schwachstellen. Letzten Endes kann man zwar nachweisen, dass die Gehirne entsprechende von Patienten sind mit für die Wissenschaftler interessanten Diagnosen, aber eben der Auftrag für Tötungen lässt sich damit eben nicht unbedingt nachweisen. Wichtig ist eben auch, dass indirekt Einfluss natürlich eben auf die Selektion genommen wurde, dadurch, dass eben auch in Tötungsanstalten arbeitende Ärzte, wie zum Beispiel Kurt Böhm oder eben auch Dr. Bunke aus Bernburg, dass die eben auch dort am Kaiser-Wilhelm-Institut ausgebildet worden sind und vor allem in die Entnahme von Gehirnen ausgebildet worden sind. Und dadurch waren sie natürlich eben über die Forschungsinteressen am Kaiser-Wilhelm-Institut informiert
Und da ist durchaus anzunehmen, dass sie natürlich entsprechend vor allem Kinder und Erwachsene getötet haben, die interessant sein könnten für die Forschung. Das muss so gesehen werden und ist auf jeden Fall anzunehmen, dass das der Fall ist. Beweise dafür gibt es nicht, weil auch entsprechende Akten mit zum Beispiel Einträgen, die eben auf eine spezielle Selektion oder Einflussnahme auf die Selektion durch Wissenschaftler des KWI hinweisen könnten, vernichtet worden sind. Deshalb ist ein Nachweis nicht auf diese Art und Weise nicht möglich. Zu sehen ist aber, dass bestimmte Kinder getötet worden sind, die normalerweise nicht Opfer der T4-Aktion geworden wären und letztendlich eben auch die Forschungsschwerpunkte von Heinze oder auch Hallervorden widerspiegelten. Zum Beispiel Adipösen oder amaurotische Idiotie, das sogenannte Tay-Sachs-Syndrom oder die früher als Hallervorden-Spatz bezeichnete Krankheit, die letzten Endes eben eine Erkrankung ist mit Eisenspeicherung, vermehrter Eisenspeicherung im Gehirn, was dann zu Dystonie, zu Rigor, zu Chorioathetosen führt, also zu Bewegungsstörungen. Das sind eben bestimmte Krankheiten, die bei Kindern eben sehr selten auftreten können und letzten Endes wären diese Kinder wahrscheinlich nicht Opfer der T4-Aktion geworden. Und deshalb ist das auch wieder ein indirekter Hinweis darauf, dass Einfluss auf die Selektion von Kindern, Erwachsenen im Rahmen der T4-Aktion durchgeführt worden ist. Die große Frage ist natürlich, gab es tatsächlich diese Tötungen auf Bestellung? Letzten Endes ein entscheidendes Datum für diese Fragestellung ist eben der 11.06.1940 gewesen, also kurz nach dem Gespräch. In der Kanzlei des Führers kam es eben zur Tötung von 57 Minderjährigen aus Görden in Brandenburg. Und auch kurz darauf, am 28.10., kam es zur Tötung von weiteren mindestens 59 Kindern, die vorher ausführlich untersucht worden sind. Auffällig ist, dass es eine klare Häufung dieser eben genannten Diagnosen unter diesen Kindern gab, was natürlich ein ganz klarer Hinweis wieder ist auf diese sogenannte Tötung auf Bestellung. Des Weiteren ist zu nennen, dass es einen Kalendereintrag des Tötungsarztes des Ebal gab, dass Hallervorden eben zu einer Vorbesprechung am 16.10., also kurz vor der zweiten Tötung von Kindern, anwesend war in Görden. Und tatsächlich eben außerdem ermöglicht dieser Kalendereintrag den Beweis, dass Hallervorden selbst sogar bei den Tötungen anwesend gewesen ist und 37 Gehirne selbst persönlich entnommen hatte. Das sind natürlich eben wichtige Hinweise darauf, dass hier Einfluss auf die Selektion der Kinder genommen worden ist. Es empfehlen aber letzten Endes solche Bestelllisten, die eben das nachweisen können, aber letzten Endes sind das klare Hinweise darauf, dass dies passiert ist. Interessant ist eben auch, dass viele dieser Kinder vorher auch Hilfsschulen besucht haben. Also insbesondere eben auch einen schwierigen sozialen Hintergrund gehabt haben und was man eben auch bei vielen dieser Kinder beobachten konnte. 13 Opfer litten unter einer Erblindung. Das war ein klarer Forschungsschwerpunkt von Hallervorden. Und 5 Kinder waren auch taubstumm, was auch ein klarer Forschungsschwerpunkt von Heinze gewesen ist. Also hier mehren sich auch weitere Hinweise für diese sogenannten Tötungen auf Bestellung. Wichtig ist eben auch die Frage, jetzt gehen wir einen Schritt weiter, gab es Tötungen auch innerhalb der Organisationsstrukturen des KWI oder fanden diese Tötungen eben in den Zentren Brandenburg-Görden zum Beispiel statt? Und was war da die Rolle des KWI? Es gab wohl auch eine zentrale Rolle der Forschungsklinik. Letztendlich zumindest kann man nachweisen, dass ein Kind das Patient der Forschungsklinik gewesen ist, auch an einer Adipose gelitten hat. Und dieses Gehirn eben auch an Hallervorden letztendlich nach Tötung des Kindes geschickt worden ist. Und wie wir gelernt haben, Kinder mit Adipösen wären normalerweise nicht Opfer der T4-Aktion geworden. Außerdem gelangten 14 weitere Gehirne der Forschungsklinik zur neuropathologischen Untersuchung in die Abteilung von Hallervorden.
Gehen wir einen weiteren Schritt weiter, dann stellt sich die Frage, war das KWI für Hirnforschung auch an Menschenversuchen beteiligt? Und letztendlich lässt sich zumindest eine mittelbare Beteiligung an Menschenversuchen nachweisen. Die bekannten schrecklichen Unterdruckversuche, in denen man eben vor allem die Einflüsse von Drucksituationen auf Piloten simulieren wollte, die am Konzentrationslager Dachau stattgefunden haben unter dem Arzt Rascher. Von diesen entsprechenden Unterdruckversuchen gelangten eben auch Gehirne von Getöteten zu Spatz und Hallervorden in das KWI für Hirnforschung. Das heißt, man machte sich damit eben auch an Menschenversuchen schuldig im Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung. Wenn man sich eben die Anzahl der Gehirne eben anschaut, dann ist es das so, dass insgesamt 7874 Gehirne am KWI untersucht worden sind. 1168 Befundunterlagen sind dabei erhalten. Letztendlich erreichten 824 Gehirne Hallervorden und 344 Gehirne Spatz. Bei Hallervorden stammten 279 Gehirne sicher und 314 Gehirne wahrscheinlich von getöteten Patienten. Bei Spatz stammten 16 Gehirne sicher und 89 Gehirne wahrscheinlich von Euthanasieopfern. Wichtig zu erwähnen ist eben auch, dass 1944 auch 1150 Gehirne Hallervorden erreichten. Und darunter waren 185 Gehirne auch von jüdischen Patienten aus Warschau und 17 Gehirne von jüdischen Patienten aus Lublin, die angeblich an Fleckfieber verstorben sind. Und das ist eben auch nochmal ein wichtiger Punkt, der hier erwähnt werden sollte. Wenn man jetzt eben eine Zusammenfassung wagt, dann ist es so, dass es eine Mithinterschaft der Forscher des KWI für Hirnforschung an Euthanasieaktionen nachzuweisen ist. Hallervorden initiierte offenbar die Zusammenarbeit mit dem Euthanasieapparat bei einem Treffen mit Hitler und anderen Politikern und Wissenschaftlern 1940. Es fand eine Ausbildung von späteren Tötungsärzten in Sektionstechniken vor allem statt im KWI. Außerdem erfolgte eben eine indirekte Beeinflussung der Zusendung von Gehirn, dadurch, dass eben diese am KWI ausgebildeten Tötungsärzte von den Forschungsinteressen natürlich Bescheid wussten und durchaus eben auch unmittelbar, dass dadurch, dass man gesehen hatte, dass Kinder der T4-Aktion zum Opfer fielen, die normalerweise nicht getötet worden wären, aber eben entsprechende Diagnosen aufwiesen, die den Forschungsinteressen von Hallervorden und Spatz entsprochen haben. Insbesondere eben die Tötung von Kindern 1940, die eben zum Beispiel an Erblindung oder an Gehörverlust litten, lässt auf diese direkte Selektion hinweisen. Eine direkte Tötung durch Wissenschaftler des Kaiser-Wilhelm-Institutes ist tatsächlich nicht nachweisbar. Auch eine Gutachtertätigkeit von Hallervorden ist tatsächlich nicht nachweisbar. Da muss weitere zukünftige Forschung erfolgen, um dies zu untersuchen, diese Fragestellung. Zumindest gab es eben eine mittelbare, indirekte Beteiligung an Menschenversuchen, wie wir eben auch festgestellt haben. Natürlich ist es so, dass wir uns damit eben auch mit der Frage beschäftigen müssen, was war nach dem Zweiten Weltkrieg? Letztendlich hat schon vor Ende des Zweiten Weltkriegs Hallervorden eine Forschungsabteilung in Dillenburg aufgebaut, in der ja auch das Gespräch mit Professor Leo Alexander stattgefunden hat. Letztendlich versuchte Hallervorden später seine Involvierung in die T4-Aktion zu relativieren und sich zu rechtfertigen. Also versuchte das mit seiner Rolle als Prosektor der Provinz Brandenburg zu relativieren, dass er dazu verpflichtet war, diese Gehirne zu untersuchen. Wir haben genug Beweise betrachtet, die natürlich das Gegenteil belegen. Und letztendlich wäre ihm sicherlich mit höchster Wahrscheinlichkeit nichts passiert, wenn er eben die Gehirne abgelehnt hätte. Und natürlich eben der Aspekt, dass er als Zeuge auch bei der Tötung von in Brandenburg getöteten Kindern anwesend, direkt anwesend war und dann auch noch versuchte, seine Schuld zu relativieren, das wiegt natürlich eben extrem schwer. Ja, er hat vorwiegend eben auch aus finanziellen Motiven
gehandelt, zum Beispiel eben um Forschungsgelder auch für sein Institut und für seine Forschung zu akquirieren. Und eben ein Hauptmotiv war eben auch der Weiterbestand des Institutes. Und der Wert ist, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und die Abkehr von der Grundlagenforschung und die Hinwendung zu einer reinen Begleitforschung, auch mit Unterstützung des Propagandaapparates, ist natürlich eben ein klarer Verrat an den eigenen wissenschaftlichen Prinzipien. Und wir haben gezeigt, dass das Abdriften in die Euthanasieaktion ein sehr langwieriger Prozess war. Das heißt, die Saat war eigentlich schon gelegt worden in der Zeit von Oskar Vogt und hat sich dann über die Jahre hinweg immer weiter ausgebaut. Die Verstrickung mit Politik, mit Militär, mit der T4-Aktion ist immer intensiver geworden. Letzten Endes wurden eben auf Basis der entnommenen Gehirne auch nach dem Krieg viele weitere Forschungsmanuskripte erstellt. Wie ging es eben mit der Karriere weiter von den beiden wichtigsten Ärzten, die wir eben betrachtet haben? Das war einmal Hallervorden. Er wurde eben, wie gesagt, nie angeklagt. Er arbeitet weiter am Max-Planck-Institut für Hirnforschung und erhielt 1956 das große Verdienstkreuz. Hugo Schwarz war von 1948 bis 1957 Direktor des Max-Planck-Instituts für Hirnforschung.